hier warten wir. Mutti muss gleich mit dem Wagen aus der Garage kommen. Dolly, du bist ja richtig aufgeregt. Ja, Felicitas. Jedes Mal, wenn es wieder losgeht nach Burg Möwenfels, bin ich richtig aufgeregt. Vor Freude. Ich bin auch aufgeregt. Aber bei mir ist es ja auch kein Wunder. Ich fahre das erste Mal ins Landschulheim. Neue Lehrer, neue Klassenkameradin, die Burg Möwenfels, von der du mir so viel erzählt hast. Das ist ganz schön aufregend. Das kann man wohl sagen. Aber du fährst doch schon zum vierten Mal dorthin. Für dich müsste es doch schon eine liebe alte Gewohnheit sein. Das schon. Aber es ist doch immer wieder neu. Ich bin gespannt, wie viele neue Gesichter in meiner Klasse sein werden. Ein Glück, dass wir wieder mit dem Zug fahren. Da kann ich von Pöttchen schon einiges erfahren. Und du kannst schon die meisten Mädchen kennenlernen. Wird Pöttchen, ich meine Fräulein Pott, meine neue Klassenlehrerin sein? Ja, sie hat immer die erste Klasse. Hoffentlich ist sie nicht zu streng. Ach, Pöttchen ist in Ordnung. Ich kriege bestimmt kein Wort heraus, wenn sie mich anspricht. Nun mal nicht so ängstlich. Du hast ja mich. Ja, ja. Wenn du deine beste Freundin Susanne Hoppe siehst, wirst du mich schnellstens aus den Augen verlieren. Sag so etwas nicht. Ich bin deine Schwester und werde immer für dich da sein. Denk immer daran. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Ach, da kommt Mutti. Nimm deinen Koffer. Ja, ich komme. Unsere Mutter ließ es sich nicht nehmen, uns zum Bahnhof zu fahren. Sie hatte ihr neues graues Kostüm angezogen und dazu eine blaue Bluse. Sie sah sehr schick aus und wir bestaunten sie sehr. Für uns war es sehr wichtig, wie die Eltern waren. Jedes Mädchen wollte stolz auf sie sein. Schrecklich, wenn eine Mutter in einem verrückten Hut ankam oder ein Vater in einem schäbigen Aufzug. Ich überlegte noch einmal insgeheim, ob ich auch nichts vergessen hätte. Zahnbürste, Nachthemd, solche Kleinigkeiten vergisst man immer so leicht. Dann das Gesundheitsattest, das verlangte die Heimleiterin immer gleich bei der Ankunft. Nein, ich hatte nichts vergessen. Meine Schwester war plötzlich auch ganz ruhig geworden, aber bestimmt nicht, weil sie über ihr Gepäck nachdachte. Das erste Mal für so lange von zu Hause fortgehen. Ja, das war schon nicht so einfach. Aber sie hatte ja mich. Ich nahm mir fest vor, immer für sie da zu sein. Hoffentlich kommt Will diesmal wieder mit ihren Brüdern zu Pferde an. Beim letzten Mal sollte sie eigentlich mit dem Auto gebracht werden. Aber sie entwischte, holte ihr Pferd Donner und erschien mit allen ihren Brüdern hoch zu Ross. In Wirklichkeit heißt sie doch Wilhelmina. Nennen die Lehrerin sie auch Will? Ein paar. Die Direktorin natürlich nicht. Unsere neue Klassenlehrerin Fräulein Wagner wird es auch nicht tun. Sie soll ein bisschen steif sein. Na, so förmlich meine ich. Guten Tag, Felicitas. Jetzt lernst du also endlich Möwenfels kennen. Freust du dich? Ja, schon. Na, das kommt ja nicht so begeistert. Meine Schwester kennt ja noch niemanden. Na, dann soll sie mal gleich jemanden kennenlernen. Alice, ich hatte dich gar nicht gesehen. Schöne Ferien gehabt? Ja, einmalig. Das ist meine Schwester Felicitas. Ja, und das ist... Irmgard, komm doch mal her. Das ist also Irmgard, meine Cousine. Tag, du bist also Dollys Schwester. Komm mal mit. Ich habe in dem Wagen da schon Plätze belegt. Ich könnte dir einen abgeben. Siehst du, wie schnell das geht, Dolly? Ja, das klappt ja gleich prima. Aber vergesst nicht, Irmgard ist aus meiner Familie. Also nicht ganz einfach. Na, na. Seht mal, Evelyn verabschiedet sich von ihrer alten Lehrerin und ihrer heißgeliebten Mama. Das übliche Theater. Da kommt Pöttchen. Guten Tag, Fräulein Pott. Sind wir vollzählig? Ich glaube schon. Bis auf Irene. Ach, da bist du ja, Irene. Warum meldest du dich denn nicht bei mir? So, jetzt steigt mal alle ein. Es sind nur noch wenige Minuten bis zur Abfahrt. Die Neuen sollen ja eigentlich bei Pöttchen im Abteil sein, Felicitas. Aber nun bleibt man ruhig bei mir. Ich glaube, es geht los. Da ist Mutti. Komm, wink auch noch mal. Auf Wiedersehen, Mutti. Am Sonntag schreiben wir und berichten alle Neuigkeiten. Leb wohl. Zurück nach Möwenfels. Unserem geliebten alten Möwenfels. Die Fahrt kam uns allen furchtbar lang vor, aber schließlich kam der Zug doch an der Endstation an. Die Schulbusse, die uns immer das letzte Stück bis Möwenfels brachten, standen schon bereit
und bald darauf schaukelten wir auf der kleinen, gewundenen Straße der Burg zu. Pass auf, Felicitas! Nach der nächsten Kurve kannst du Möwenfels zum ersten Mal sehen. Hier rechts hinter dem Wäldchen? Ja, Achtung! Da ist es! Das große graue Gebäude. Mit den vier Türmen, genau wie du es beschrieben hast. Das Meer kann man von hier aus noch nicht sehen. Aber von deinem Schlafsaal im Nordturm kannst du es sehen. Und auch die Klippen und unsere Badebucht. Da kommen ja schon die anderen. Hallo Alice. Hallo Marlies. Tag Britta. Na, hast du schon wieder was Hübsches gezeichnet? Guten Tag Marlies. Sag mal, hast du Betty gesehen? Hey Evelyn, willst du deinen Koffer im Bus lassen? Oh! Hier sind zwei neue, Margit und Diana. Wo ist denn Will? Ist sie überhaupt schon hier? Ja, sie ist auf Donner hergeritten. Die Großmann hat einen ganz hübschen Krach. Findest du nicht auch, Felicitas? Ach, Irmgard, du bist es. Ich habe dich gar nicht kommen sehen. Komm, wir gehen schon, wenn sich doch keiner um uns kümmert. Aber Dolly mag nicht, wenn ich... Ach was, lass die Großen uns doch suchen, wenn sie endlich merken, dass wir schon gegangen sind. Tja, und damit waren die beiden jungen Damen verschwunden. Bei der Ankunft war natürlich der übliche Trubel. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich erst viel später gemerkt habe, dass meine Schwester gar nicht mehr da war. Alle gingen jetzt zur Hausmutter, um sich wieder zu melden oder, was die Neuen betraf, sich vorzustellen. Als ich die Hausmutter begrüßte, sagte sie mir, dass meine Schwester schon da gewesen wäre, ihr Gesundheitsattest abgegeben habe und jetzt schon im Schlafsaal der ersten Klasse sei. Ich war etwas enttäuscht, weil ich mir ausgemalt hatte, dass ich Felicitas an die Hand nehmen würde, ihr alles zeigen und sie allen vorstellen würde. Im Schlafsaal der ersten fand ich sie dann auch. Felicitas, warum hast du nicht auf mich gewartet? Du weißt doch, dass ich mit dir zur Hausmutter gehen wollte. Ach, ich habe sie mitgenommen. Ich fand, sie konnte genauso gut mit mir gehen. Ihr Gesundheitsattest hat sie schon abgegeben. Du musst nur noch ihr Taschengeld abgeben. Das weiß ich. Na, hast du deine Schwester gefunden? Tja, sie ist mit deiner Cousine hier einfach auf und davon. Obwohl sie wusste, dass ich ihr alles zeigen wollte. Ja, Irmgard ist schon sehr selbstständig. Sie wird Felicitas sicher etwas unter ihre Fittiche nehmen. Na, ob das wohl gut sein wird? Wie meinst du das? Tja, ich mag diese Art nicht so sehr. Ja, frech ist sie nun mal. Das liegt eben in unserer Familie. Das klang ja, als hielt Alice das nicht für einen Fehler, sondern sie schien darauf auch noch stolz zu sein. Ich war etwas besorgt, dass Irmgard meine Schwester schlecht beeinflussen würde. Aber würde Felicitas sich dann schlecht beeinflussen lassen? Machte ihr Irmgards vorlaute Art den Eindruck? Ich hatte das ungute Gefühl, dass bestimmt noch etwas Unangenehmes mit den beiden passieren würde. Aber sollte ich mich dazwischen stecken und versuchen, die beiden zu trennen? Wie würde das aussehen? Ich nahm mir vor, die beiden ein bisschen zu beobachten. Als ich in den Schlafsaal zurückkam, waren meine Klassenkameraden schon eifrig dabei, ihre Sachen auszupacken und in die Schränke einzuräumen. Ich machte mich also auch an die Arbeit. Nach einer Weile ging die Tür auf und die Hausmutter kam herein. Sie stellte uns die Baumann-Zwillinge vor, Conny und Ruth. Als wir die beiden zum ersten Mal sahen, haben wir wohl alle gedacht, wie können Zwillinge so verschieden aussehen. Hallo, ihr zwei beiden. Seid herzlich willkommen im besten Schlafsaal von Möwenfels. Tag alle zusammen. Das dort drüben müssen eure Betten sein. Die beiden leeren nebeneinander. Fängt am besten gleich mit dem Auspacken an. Das Armbrot muss bald fertig sein. Es muss gleich läuten. Hoffentlich gibt es etwas Gutes. Ich habe einen Hunger wie ein Wolf. Am ersten Abend gibt es immer ein prima Essen. Los, Ruth, wir wollen uns beeilen. Das hier sind sicher unsere Kommoden. Ist es euch aufgefallen, dass Conny immer für beide sprach und Ruth keinen Ton sagte? Ja. Die beiden Zwillingsschwestern schienen auch im Wesen sehr verschieden zu sein. Ruth hielt sich ängstlich zurück, während Conny alles machte. Sie packte auch die Koffer aus und ordnete die Sachen ein. Bald klingelte es und wir sausten in den Speisesaal. Alle hatten einen Bärenhunger von der langen Reise und der Aufregung. Es gab geräucherten Schinken, verschiedene Salate und Berge von Röstkartoffeln. Dazu gab es Zitronenlimonade und danach Götterspeise. Ich hielt Ausschau nach meiner Schwester Felicitas. Es war nicht möglich, dass sie an meinem Tisch saß. Aber vielleicht könnte sie in meiner Nähe sitzen, dass man ein Wort miteinander reden konnte. Nach einer Weile entdeckte ich sie an einem der entlegensten Tische und... Oh je! Diese Irmgard saß neben ihr und redete eifrig auf sie ein. Und Felicitas hörte wie gebannt zu. Ich hätte zu gern gewusst, was sie sprachen.
Bei uns zu Hause bin ich der beste Ausredenerfinder, den es gibt. Wenn Mutti zum Beispiel sagt, mach Schularbeiten, dann sag ich, Vati hat mir eben erlaubt zu spielen. Kommt das nicht raus? Ach wo, Mutti und Vati beschummeln sich ja gegenseitig auch. Das habe ich schon lange rausgekriegt. Wir sind überhaupt eine närrische Familie. Du, wenn wir beide gut zusammenhalten, kommen wir immer gut durch. Dazu brauchen wir gar nicht Dolly und Alice. Zu zweit kann man nämlich viel besser schummeln und sich rausreden als allein. Man muss sich nur immer gut abgesprochen haben. Ich wollte aber trotzdem nach dem Abendessen Dolly mal schnell besuchen. Das darfst du nicht. Weißt du nicht, wie ungern die Älteren es haben, wenn ihnen die jüngeren Schwestern oder Cousinen am Rockzipfel hängen? Alice hat mir gesagt, ich müsste selber sehen, wie ich hier zurechtkäme. Mit den Kleinen aus der Anfängerklasse könne man sich unmöglich abgeben. Wie gemein von ihr. Dolly ist nicht so. Alle sind sie so, die Großen. Und warum sollen sie sich auch mit uns abplagen? Wir müssen lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Warte lieber, bis deine Schwester von selbst zu dir kommt. Wenn sie nicht kommt, will sie sich also nicht mit dir abplagen. Kommt sie aber doch, dann tu nicht so, als wärst du auf sie angewiesen. Ja, vielleicht hast du recht, Irmgard. Dolly hat immer über die Mädchen gespottet, die so unselbstständig sind. Da kommt Dolly. Wein dich erstmal schön an ihrer Schulter aus. Pah, ich doch nicht. Na, Felicitas, kommst du zurecht? Danke, Dolly. Aber ich weiß mir selbst zu helfen. Hast du Lust, dir das Schwimmbad anzugucken? Wir haben noch etwas Zeit. Weißt du denn nicht, dass die Erstklässler nach dem Abendessen nicht mehr raus dürfen? Wir gehen morgen früh zum Schwimmen. Ich spreche mit Felicitas, nicht mit dir. Gib bloß nicht so an. Ich freue mich, dass du zurechtkommst, Felicitas. Schade, dass du nicht in meinem Schlafsaal bist. Wir müssen zu Bett. Komm, wir gehen. Ich werde mich an deiner Stelle um Felicitas kümmern, Dolly. Ich kochte vor Wut. Dieses kleine, freche Biest von Irmgard. Am liebsten hätte ich ihr eine runtergehauen. Sie wollte mir Felicitas unbedingt abspenstig machen. Ich dachte, das gibt bestimmt noch mal einen Knall. Später im Schlafsaal kam ich auf andere Gedanken. Alle sprachen von der schweren Prüfung, die uns bevorstand. Möwenfels machte immer in der 4. Klasse eine große Zwischenprüfung und dieses große Hindernis musste eben von allen überwunden werden. Dieses Mal werden wir entsetzlich viel büffeln müssen. Es ist aber auch zu blöde, dass die Prüfung gerade in diesem Jahr abgehalten werden muss. Einfach schrecklich. Na Alice, dich braucht es doch nicht zu kümmern. Wieso braucht mich das nicht zu kümmern? Ja, Alice braucht am wenigsten von uns allen und schreibt doch immer die besten Arbeiten. Ich wollte, dass mir das Lernen so leicht fiele. Tja, eigentlich ungerecht. Um das Gleiche zu erreichen, müssen die einen nur wenig arbeiten und die anderen müssen sich furchtbar anstrengen. Hört mal, wem gehört dann das Bett hier am Ende? Sachen liegen nicht drauf. Wenn es nicht gebraucht würde, hätte man es nicht aufgestellt. Wahrscheinlich kommt noch eine neue. Oh, morgen werden wir es erfahren. Oh, da ist aber jemand müde. Es ist ja auch schon spät. Am besten machen wir jetzt das Licht aus. Moment, ich liege noch nicht richtig. Eine muss ja immer die Letzte sein. So, ich mach aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Wie immer am Anreisetag war es sehr spät geworden. Als es am nächsten Morgen zum Wecken klingelte, waren alle noch müde und das Aufstehen fiel uns richtig schwer. Bei Evelyn mussten wir sogar mit einem nassen Schwamm nachhelfen. Sie schimpfte fürchterlich. Aber eigentlich hätte sie uns doch danken sollen. Denn wenn sie zu spät zum Frühstück gekommen wäre, hätte es für sie noch viel unangenehmer werden können. Beim Frühstück hörten wir auch schon zum ersten Mal etwas von der Neuen, die noch fehlte. Pöttchen hatte einen Brief, der an sie adressiert war, in der Hand und fragte, wer ihn in unseren Schlafsaal bringen wollte. Evelyn hatte schon vorher drauf geschielt und den Namen gelesen. Sie meldete sich sofort und riss Pöttchen den Brief förmlich aus der Hand. Auf dem Umschlag stand an Clarissa Edle von und zu Hartenstein. Edle von und zu. Wie vornehm das klang. Jetzt waren wir natürlich alle noch mehr gespannt auf die Neue. Evelyn stellte sich wohl so etwas wie eine Märchenprinzessin vor. Sie hielt den Brief mit beiden Händen fest und guckte richtig verzückt. Als wir danach in unser Klassenzimmer gingen und unsere Plätze aussuchten, besetzte sie gleich einen Platz neben sich. Es war klar, sie wollte um jeden Preis diese Clarissa zu Freundin gewinnen. Als man Schritte auf dem Gang hörte, stürzte sie zur Tür, um sie aufzuhalten. Fräulein Wagner kam mit einem Mädchen in die Klasse. Es war klein und mager, trug eine Brille mit dicken Gläsern und eine Zahnklammer. Sie schaute sehr schüchtern und verlegen drein. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bringe hier noch eine neue Klassenkameradin mit. Es ist Clarissa von Hartenstein. Ist noch ein Platz frei? Ja, hier bei mir. Ah ja,
Dann nimm dort neben Evelyn Platz, Clarissa. So, dann sind wir wohl vollzählig. Ihr beide seid sicher die Zwillinge. Ja, Ruth und ich bin Conny. Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet euch gleichen wie ein Ei dem anderen. Wir sind keine eineiigen Zwillinge. Glück für mich. So, ich möchte gleich bekannt geben, wer dieses Jahr die Klassensprecherin ist. Da bin ich aber gespannt. Ich habe mit Frau Greiling, Fräulein Pott, Mademoiselle Dupont und Mademoiselle Rougier darüber gesprochen. Wir haben einstimmig beschlossen, dieses Amt Dolly Rieder zu übertragen. Hurra! Das habe ich mir ja gleich gedacht. Ja, denkst du denn, du bist Klassensprecherin? Gratuliere, Dolly. Ach, ich... Ich hoffe, du freust dich darüber, Dolly, und machst deine Sache gut. Ja, ganz bestimmt. Und ihr anderen unterstützt Dolly hoffentlich bei ihrer Arbeit. Es ist nicht so einfach, eine gute Klassensprecherin zu sein, zumal in der vierten, wo so viel für die Prüfung zu tun ist. Aber Dolly ist bei euch allen ja recht beliebt. Und so hoffe ich, dass wir in ihr auch die richtige Wahl getroffen haben. Ich fühlte, wie ich einen roten Kopf bekam. Sprecherin der vierten Klasse. Das war schon was. Ich war stolz und überglücklich. Tja, ich wollte eine gute Klassensprecherin sein. Die Lehrerinnen sollten es nicht bereuen müssen, mich gewählt zu haben. Ich fing gleich mit der Arbeit an. In der Pause machte ich einen Plan für den Ordnungsdienst im Klassenzimmer. Also einen Zettel, auf dem stand, wer im Klassenzimmer für Ordnung zu sorgen hatte und wann er dran war. Eine Klassensprecherin hat viele Aufgaben. Sie hat mit der Klassenlehrerin zu sprechen, wenn die Klasse irgendwelche Wünsche oder Sorgen hat, und sie geht auch der Klassenlehrerin zur Hand, wenn sie Hilfe braucht. Für die vierte Klasse begann nun eine anstrengende Zeit. Es wurde gebüffelt, bis die Köpfe rauchten, und draußen wurde das Wetter von Tag zu Tag schöner. Dann fällt einem das Arbeiten besonders schwer. Eines Tages, als es besonders schön war, hatte Fräulein Wagner wohl etwas Mitleid mit uns. Jedenfalls sagte sie, wir sollten uns wenigstens in den Garten setzen und dort arbeiten. Wir nahmen jeder ein Kissen und gingen auf den Rasen. Ich als Klassensprecherin hatte die Aufsicht. Evelyn! Evelyn, wenn wir schon mal draußen sitzen dürfen, setzt du dich auch noch unter einen Baum. Ich möchte keine Sommersprossen bekommen. Evelyn! Oh, Feier, du bist ja schon ganz braun gesprenkelt im Gesicht. Sei nicht so frech, Susanne. Du bist genau wie Alice, von der jedermann weiß, dass sie gemein und ungebildet ist. Aber Evelyn... Ja, Clarissa, du wirst schon noch merken, wie gemein die beiden sein können und dass ich deine einzige Freundin bin. Na, na, Evelyn, seid jetzt ruhig. Oh ja, Betty, erzähl es auch den anderen. Hör jetzt endlich auf zu schwatzen. Marlies, du weißt genau, dass wir hier unsere Aufgaben machen sollen. Sprich nicht so mit uns, als wenn du Babys aus der ersten Klasse vor dir hättest. Wenn du dich so beträgst, dann rede ich auch so mit dir. Guck mal, jetzt hat's ihr gefährliches Funkeln in den Augen. Stimmt ja gar nicht. Redet euch nichts ein. Ich funkele, du funkelst, er sie es funkeln. Hör auf, Alice, sonst lasse ich euch alle wieder reingehen. Arbeite lieber. Ich bin schon längst fertig. Dann hilf den Zwilling. Danke, wir kommen mit den Aufgaben gut zurecht. Dann werde ich noch etwas lesen. Na, Kinder, die Zeit ist um. Ich habe mit der Turnlehrerin gesprochen. Ihr dürft jetzt alle schwimmen gehen. Hurra! Oh ja, das bringt etwas Abkühlung. Ich kann gleich reinspringen. Ich habe sowas geahnt und meinen Badeanzug schon drunter gezogen. Ja, wir kommen auch gleich mit. Also los! Beim Baden kühlten sich die erhitzten Gemüter wieder ab. Der kleine Streit war dann auch schnell vergessen. Tja, es war schon nicht leicht, Klassensprecherin zu sein. Zumal in dieser Zeit vor der Prüfung. Gerade mit Alice war es nicht leicht und ich selbst war auch leicht reizbar. Das muss ich schon zugeben. Aber ein besonderes Problem für mich war Evelyn. Sie hatte Clarissa immer mehr an sich gefesselt. Sie saß in der Klasse neben ihr und gab vor, ihr helfen zu wollen. Aber gewöhnlich endete es damit, dass nicht Evelyn Clarissa half, sondern umgekehrt. Ihre Betten standen dicht nebeneinander, denn Evelyn hatte die gutmütige Marlies überredet, mit ihr das Bett zu tauschen, sodass sie neben Clarissa schlafen konnte. Sie ist vorher nie in einer Schule gewesen wie ich, hatte sie Marlies gesagt. Und gerade nachts macht man ja die schwersten Stunden durch. Darum möchte ich bei ihr sein, um sie zu trösten. Marlies hatte sich zwar gewundert, dass Evelyn plötzlich so viel Güte an den Tag legte, aber sie glaubte, diese Fürsorglichkeit müsse unterstützt werden. Und Clarissa hielt Evelyn wirklich für das freundlichste Mädchen, das sie je getroffen hatte. Sie hatte allerdings niemals viele getroffen.
Deshalb freute sie sich über Evelyns Fürsorge und hörte sich auch die langen Geschichten über deren langweilige Familie an. Über ihre eigene Familie erzählte sie sehr wenig, obgleich Evelyn sie ständig danach ausfragte.